gute Laune. Cabrios vom Autohaus Allgäu. Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hier ist TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Umgezogen, Eurofighter wird aus Kaufbeuren nach Manching verlegt. Getagt, Ärztlicher Kreisverband Ostallgäu berät über das Klinikkonzept und nachgefragt, was beim Messgerätehersteller Rode und Schwarz passiert. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Über 70 Millionen Euro sind gestern durchs Allgäu gefahren worden. Allerdings nicht in bar, sondern in Form eines Kampfjets. Ein Schwertransporter brachte am Abend einen Eurofighter von Kaufbeuren nach Manching in Oberbayern. Grund dafür: in der Technischen Schule der Luftwaffe 1 in Kaufbeuren wurden an dem Flugzeug Soldaten ausgebildet. Jetzt soll der Eurofighter beim Hersteller EADS wieder flugtauglich gemacht werden. Anselm Stern und Peter Böhr berichten. Vorhang auf für einen etwas anderen Transporter. Dieser LKW hat das modernste Kampfflugzeug der Gegenwart auf dem Buckel. Gestern Abend in der Technischen Schule der Luftwaffe 1 letzte Vorbereitungen vor der Abfahrt. Die Polizei bemängelt die alten Gurte, also werden neue hergebracht. Das aber sind Kleinigkeiten, denn pünktlich kann der Kampfjet-Koloss starten. Jetzt kommt es vor allem auf ihn an. Detlef Möschk muss den Schwertransporter sicher nach Manching fahren und ist froh, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Ja, das ist natürlich von Vorteil, wenn man weiß, was man macht und wo es lang geht. Mittlerweile ist es halt immer dieselbe Strecke. Das ist schon von Vorteil, ja. Um 18 Uhr verlässt der Schwertransporter das Bundeswehrgelände. Jetzt geht's mitten durch die Stadt Kaufbeuren. Hunderte Schaulustige können einen reibungslosen Ablauf verfolgen, aber der kritischste Punkt steht noch bevor. Eine extrem enge Baustelle muss passiert werden. Eine Riesenherausforderung. Immerhin ist der 70 Millionen Euro teure Eurofighter samt Transporter 9 Tonnen schwer, 22 Meter lang, 11 Meter breit und 4 Meter hoch. Der Fahrer aber ist optimistisch. Ich denke schon, dass das klappt. Ich habe ja letzte Woche schon einen Eurofighter hergebracht, allerdings ohne Flügel. Und bin da also auch durchgefahren und weiß, wie die Höhen sind. Das sollte eigentlich gehen. Und der erfahrene Fahrer hat recht, es klappt. Das Flugzeug fährt durchs Nadelöhr. Bäume, Schilder und Ampeln werden aus dem Weg geräumt. Bleibt die Frage, warum fliegt das Flugzeug nicht? Die Antwort ist einfach: der Eurofighter muss nach dem Ausbildungsbetrieb schlicht und einfach general überholt werden. Also ich habe neulich schön einen Vergleich gehört. Es ist genauso vergleichbar, hätte ein Fahrzeug keinen TÜV mehr, kommt es darauf an, ihn entsprechend herzurichten, so dass er wieder TÜV-fällig und fähig ist. Und genau dasselbe soll mit dem Eurofighter, den wir heute transportieren, in Manching passieren. Als Voraussetzung dafür, dass dieses Fluggerät auch seinen eigentlichen Bestimmungen wieder überführt wird, nämlich nachher für den Luftfahrtbetrieb zugelassen wird. Und dieses ist nur technisch möglich in Manching, bei der EADS, bei der WTD 61, und das soll in den nächsten anschließend anderthalb Jahren dort passieren. Problemlos rollt der Kampfjet weiter über die B-12 und die A-96. Heute Nacht um 4 Uhr ist der Eurofighter-Schwertransporter sicher in Manching angekommen. Die finanziellen Defizite der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren sind bereits seit Jahren bekannt. Rund 8 bis 9 Millionen Euro fehlen jährlich. Geld, das die Kommune anderweitig auftreiben muss. Überhaupt hat das Kommunalunternehmen eine turbulente Zeit hinter sich. Dazu gehörten Fusion, Führungswechsel und Umstrukturierungen. Doch seit einiger Zeit entspannt sich die Lage wieder etwas. Mittlerweile gibt es nun auch eine neue Geschäftsführung sowie ein aktualisiertes Klinikkonzept. Und das sieht unter anderem vor, dass alle 5 Krankenhäuser in Füssen, Obergünzburg, Marktoberdorf, Kaufbeuren und Buchloe erhalten bleiben. Trotzdem wurde auch immer wieder einmal Kritik an dem Konzept laut. Um etwas Ruhe in die Debatte zu bringen, hat der Ärztliche Kreisverband Ostallgäu heute einmal seine Ansichten an dem Konzept der Öffentlichkeit präsentiert. Mehr darüber wissen Verena Scherm und Peter Böhr. Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, 2007 fusioniert, danach zu einem Unternehmen umstrukturiert und seit etwa einem Jahr unter neuer Führung.
Es war fast immer was los in den letzten Jahren des Kommunalunternehmens. Und auch im Moment sind die Kliniken in der Debatte. Zum Teil kommt die Kritik von den Krankenkassen. Vor allem die AOK sieht ein Gutachten, das von einer künftigen deutlichen Steigerung der Patientenzahlen ausgeht, als unrealistisch an. Schriftlich sagt uns die AOK dazu: Die Bevölkerung der Stadt Kaufbeuren und des Landkreises Ostallgäu sind in Schwaben am häufigsten im Krankenhaus und auch öfter als der bayerische Schnitt. Das können wir demografisch nicht erklären. Sicherlich werden wir alle älter und die Medizin macht stetig Fortschritte, was allgemein zu einer leichten Krankenhaushäufigkeit führt. Andererseits können immer mehr Behandlungen auch ambulant durchgeführt werden. Daher sehen wir die anvisierten Fallzahlen als völlig überhöht geplant. Es darf nicht Ziel sein, dass immer noch mehr Patienten zur ökonomischen Lösung der Probleme generiert werden. Neben dieser aus ihrer Sicht wirtschaftlichen Fehlplanung jedoch stimmt die AOK in vielen Teilen mit dem Konzept der Kliniken überein. Ähnlich sieht das auch der Ärztliche Kreisverband Ostallgäu. So sind die Ärztevertreter mit den Plänen des Verwaltungsrates grundsätzlich einverstanden. Anregungen von deren Seite gibt es aber trotzdem. Die Ärzte glauben an mehr Entwicklungspotenzial und weitere Einsparungen. Die Einsparung sehe ich jetzt weniger in personeller Seite, sondern eher in der materiellen. Das heißt, in der Entwicklung von Synergieeffekten bei diesem Materialverbrauch, bei bestimmten Organisationsabläufen, bei einer Struktur der Prozessabläufe. Das heißt, die Mitarbeiter, die da sind, sind sicher alle nötig. Mit einer entsprechenden Qualifizierung kann man hier nicht reduzieren. Auf der anderen Seite fordern wir natürlich auch von den Mitarbeitern, die Ärzte eingeschlossen, aber auf dieser Ebene haben wir das, denke ich, schon ganz gut erreicht, dass auch ein Umdenken stattfindet. Das heißt, dass man dieses Gesamtunternehmen auch als solches betrachtet und nicht den einzelnen Standort nur im Auge hat und das Gesamtunternehmen außer Acht lässt. Identifikation mit dem großen Ganzen also. Dann, so glaubt der Ärzteverband, könnten auch die Defizite in den kommenden Jahren peu à peu abgebaut werden. Und obwohl der Bedarf der Patienten im Ostallgäu gut abgedeckt sei, solle laut Konzept im Moment keines der 5 Krankenhäuser geschlossen werden. Der Plan sieht eher vor, OP-Teams teilweise zu zentralisieren. Eine erste Notfallversorgung bleibt damit aber trotzdem überall erhalten. Bei all den bisherigen Ergebnissen wollen die Kliniken jedoch offen für weitere neue Ideen bleiben. Die Grundlagenarbeit aus dem ersten Gutachten ist in Ordnung, die ist unverzichtbar und es ist jetzt einfach der Wunsch im Verwaltungsrat entstanden, auch Alternativen mal beleuchten zu lassen. Und das wollen wir von der zweiten Stelle tun lassen. Wir sind dazu auch ermutigt worden durch das Ministerium, das hier angeregt hat, vielleicht die ein oder andere Spezialisierung oder anderweitige Nutzung noch zu überdenken und nach jetzigem Stand werden wir in wenigen Wochen ein neues Gutachten nochmal in Auftrag geben, das sich speziell dann mit der Frage nach alternativen Vorgehensweisen beschäftigt. Es bleiben also noch ein paar Möglichkeiten offen. Grundsätzlich jedoch können wohl alle der betreffenden Seiten gut mit dem aktuellen Konzept leben. Sicher ist, dass sich die einzelnen Krankenhäuser weiter spezialisieren werden. Somit soll sich die Fachkompetenz innerhalb des Unternehmens weiter aufteilen. Für Mitarbeiter und Patienten bleibt es an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in nächster Zeit aber wohl eher ruhig. Wie erkläre ich es meiner Versicherung? Genau diese Frage dürfte sich jetzt eine 72-jährige Autofahrerin stellen. Die Polizei heute berichtete, war die Frau auf der B308 von Sonthofen nach Immenstadt unterwegs, als plötzlich eine Spinne über das Lenkrad lief. Bei dem Versuch, das Tier zu erschlagen, verriss die 72-Jährige aber das Lenkrad, raste zwischen mehreren Bäumen hindurch und blieb in einigen Büschen stecken. Glücklicherweise blieb die Frau dabei unverletzt, am Fahrzeug jedoch entstand Totalschaden. Nach Polizeiangaben fehlt von dem achtbeinigen Monster mittlerweile auch jede Spur. Ja, und was sonst noch los war in der Region, das erfahren Sie gleich in unserem Nachrichtenüberblick. Was haben diese Gastronomen alle gemeinsam? Sie alle vertrauen auf die Qualität von Hospweine Markt Oberdorf. Ihre Gastronomie im Allgäu freut sich auf Sie. Schauen Sie doch mal rein und genießen die Weine von der Weinhandlung Horst Markt Oberdorf. BayWa Baustoffe, Ihr kompetenter Partner, berät Sie bei Neubau und Modernisierung.
Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profiqualität. Vom Keller bis zum Dach, ob Innenausbau oder Gartengestaltung, alles aus einer Hand. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Topqualität immer gut beraten. Baywar Baustoffe, 10-mal im Allgäu. Traumhaft Reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Mitmachen, mitsammeln und mit dem Allgäuer Brauhaus bewegende Preise gewinnen bei der großen Sommeraktion. Einfach Aktionskronenkorken sammeln und superstarke Sommerpreise abräumen. Hauptgewinn ist ein Suzuki Jeep. Weitere Infos ab sofort im Getränkehandel und unter allgäuer-brauhaus.de. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Tanken Sie Sonne. Sauber, unabhängig, preiswert. Alles Wissenswerte unter www.allgäuer-solarpaket.de. Die Meldungen vom 13. Juli. Die Kripo Kempten ermittelt gegen mehrere Jugendliche aus dem Ostallgäu. Die 14- bis 16-Jährigen sollen kinderpornografische Bilder über PC und Handys verbreitet haben. Laut Polizeiangaben hatten die Jugendlichen die Bilder von einem 14-jährigen Mädchen, das die Fotos von sich selbst gemacht hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ der Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse. Die Kripo Kempten stellte daraufhin die verwendeten PCs und Handys sicher. Die Jugendlichen müssen mit einer Strafanzeige wegen der Verbreitung von Kinderpornografie rechnen. Ein 72-jähriger Motorradfahrer ist gestern bei einem Unfall auf der B31 bei Lindau schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Fahrer eines Kleinbusses wollte einen LKW überholen, übersah dabei aber den Motorradfahrer, der zum Überholen angesetzt hatte. Der 72-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt. Wenige Stunden später hat sich ein weiterer schwerer Unfall auf der B31 bei Lindau ereignet. Eine 58-jährige Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Zwei Motorrad- und ein Pkw-Fahrer konnten ausweichen. Ein weiteres Fahrzeug wurde touchiert und landete im Straßengraben. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto der 58-Jährigen. Ein weiteres Auto prallte daraufhin in die Seite. Die Unfallverursacherin musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Fahrerin des zweiten Autos wurde schwer verletzt. Zwei mitfahrende Kinder erlitten leichte Verletzungen. Auch die Insassen des touchierten Fahrzeuges wurden ärztlich behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Für einen 4 Tage alten Säugling und ein 1,5-jähriges Kind ist gestern ein Unfall bei Türkheim glimpflich ausgegangen. Ein 40-Jähriger wollte auf die A96 auffahren und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Die beiden Autos prallten zusammen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Insassen des zweiten Autos, eine 31-jährige Frau und die beiden Kinder, blieben ebenfalls unverletzt, wurden aber vorsorglich ärztlich behandelt. Der bayerische Finanzstaatssekretär Franz Pschierer will seinen Posten als Fraktionsvorsitzender der CSU im Unterallgäuer Kreistag noch diese Woche abgeben. Hintergrund dafür sei laut Medienberichten, dass er als Staatssekretär zeitlich sehr gefordert sei. Bereits am Donnerstag soll im Rahmen einer internen Arbeitstagung die Nachfolge geregelt werden. Als aussichtsreichste Anwärterin gilt die bisherige Stellvertreterin Roswitha Siegert aus Türkheim. In der Grundschule Stiefenhofen ist heute die Aktion Schulmilch eröffnet worden. Die bayernweite Aktionswoche soll die Milch bei Schülern populärer machen. Denn immer mehr Kinder und Jugendliche würden zu wenig Kalzium aufnehmen, was eine große Gefahr für ihre Gesundheit und ihre Leistungsfähigkeit darstelle, so der Direktor des Kemptener Amtes für Landwirtschaft, Alois Kling. Bei der Aktion gehe es nicht nur um die Milch als Getränk, auch Milchprodukte wie Quark oder Käse sollen künftig an der Grundschule verteilt werden.
Kaufbeuren bleibt bis mindestens 2020 Außenstelle der Fachhochschule Herrsching. Das hat Finanzminister Georg Fahren schon jetzt zugesagt. Außerdem sollen Studenten, die am Hauptsitz der Hochschule nicht untergebracht werden können, nach Kaufbeuren kommen. Seit dem letzten Jahr werden in Kaufbeuren angehende Steuerbeamte des gehobenen Dienstes auch in Kaufbeuren ausgebildet. Ursprünglich war die Auslagerung der Fachhochschule Herrsching an die Wertach nur für 5 Jahre geplant gewesen. Finanzstaatssekretär Franz Pschierer begrüßte die Verlängerung nachdrücklich als Stärkung des Hochschulstandortes und betonte den wichtigen Aspekt der Planungssicherheit. Ja, das waren die Meldungen aus der Region und nun wie gewohnt der Blick aufs Wetter. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es in der ganzen Region leicht ab und Wolken halten sich am Himmel. Es bleibt aber schwül bei 19 bis 21 Grad. Mittwochmorgen ist es dann wieder sommerlich warm, bei zunächst 15 bis 17 Grad. Die Sonne scheint größtenteils ungehindert und so erbarmungslos wie die letzten Tage. Am Nachmittag erreichen das Allgäu wieder Spitzenwerte von heißen 33 bis 34 Grad. Am Donnerstag bringt eine Kaltfront wieder Gewitter und Abkühlung mit 27 bis 28 Grad. Diese Erfrischung dauert aber nicht lange an. Am Freitag sind wieder bis zu 30 Grad auf dem Thermometer abzulesen. Die einen sehen einen Betonklotz, die anderen eine stehende Welle. So oder so aber ist das neue Wasserkraftwerk der Allgäuer Überlandwerke in Kempten ein Blickfang. Den Architekten war es wichtig, dass sich das neue Gebäude in das Gesamtbild der denkmalgeschützten Spinnerei und Weberei einfügt. 3 Jahre hat es vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung gedauert. Nun wurde das Wasserkraftwerk den Menschen aus der Region vorgestellt und das im Rahmen eines Familienfestes. Meine Kollegen Evelyn Priep und Martin Hock waren mit dabei. Die außergewöhnliche Architektur und die Spielereien mit Licht können den Besucher in eine andere Welt versetzen. Und das wollen viele selbst hautnah erleben. Am Familientag des Allgäuer Überlandwerks haben sich viele Menschen in der Keselstraße versammelt, um sich dieses beeindruckende Bauwerk genauer anzuschauen. Das neue Wasserkraftwerk, was wir hier gebaut haben, ist um 30% effizienter als das alte. Das war auch unser Ziel. Wir wollten bewusst die regenerative Energie, insbesondere Wasser, in der Region weiter ausbauen. Damit können wir gut 3.000 Haushalte beliefern, 5.000 Tonnen CO2 sparen wir ein und insgesamt sind es gut 10,5 Millionen Kilowattstunden, die wir hier jährlich produzieren. Eine bemerkenswerte Bilanz, die mit weiteren Präsentationen und Führungen noch besser dargestellt werden soll. Die 2 Kaplan-Turbinen sind das Herz des Kraftwerks. Schon kurz nach Beginn des Familientags waren ca. 1.000 Besucher da. Das Gedränge war recht groß, wie auch das Interesse am neuen Bauwerk an der Iller. Wir haben dieses Kraftwerk in dieses Gesamtensemble mit einer sehr außergewöhnlichen Architektursprache geschaffen. Und deswegen war uns wichtig, dass wir den Menschen hier in der Region zeigen, wie emotional Wasserkraft sein kann und mit wie viel Spaß und Freude man auch heute Strom produzieren kann. Weiter beim Rundgang sieht man schließlich die schwimmende Bühne. Musikprogramm und Rundgang sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Vom Radeln für den guten Zweck über verschiedene Spiele wie heißer Draht oder dem allseits beliebten 1, 2 oder 3 war einiges geboten. Ein vielversprechender Start für das Kraftwerk. Ja, und bei uns gibt es jetzt eine kurze Pause. Danach geht es dann weiter mit unserer Wirtschaftsreihe. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Firma Rode & Schwarz in Memmingen. Bleiben Sie dran. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söllereckbahn. Rasante Abfahrten mit dem Söllereck-Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflugschanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnisweg. Wir, da haben wir am Söllereck. Mei, wir haben da einen Höferspaß. Rubens Fee bedient Sie mit Damenübergrößen ab Konfektionsgröße 44. Wir bieten ausschließlich Mode führender Produzenten für Damenübergrößen an. Rubens Fee steht für hohe Beratungsqualität, einen überdurchschnittlichen Kundenservice und legt großen Wert auf höchste Kundenzufriedenheit.
Berghaus Schönblick, der Treffpunkt für aktive Genießer. Grillfest oder Geburtstagsfeier. Wir sind gerüstet. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Mitmachen, mitsammeln und mit dem Allgäuer Brauhaus bewegende Preise gewinnen bei der großen Sommeraktion. Einfach Aktionskronenkorken sammeln und superstarke Sommerpreise abräumen. Hauptgewinn ist ein Suzuki Jeep. Weitere Infos ab sofort im Getränkehandel und unter allgäuer-brauhaus.de. Allgäuer Brauhaus, Brautradition aus Kempten. Höchste Zeit zu wechseln. Günstige Erdgastarife zu fairen Konditionen. Ihr regionaler Erdgasanbieter. Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Mobil telefonieren ohne das Unternehmen, das wir Ihnen jetzt gleich vorstellen werden, wahrscheinlich unmöglich. Rode & Schwarz mit Hauptsitz in München ist nämlich weltweit führend in der Messtechnik für den Mobilfunkbereich. Und der wird im Werk Memmingen gebaut. Das ist zudem noch mit dem Bayerischen Qualitätspreis 2010 ausgezeichnet worden. Grund für meine Kollegen Sebastian Zausch und Peter Böhr, sich dort einmal umzuschauen. Der Wirtschaftsbericht, präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmai. Räume für Träume. Bauteile wie diese findet man auch in der heimischen Festplatte oder anderen Leiterplatten. Bei Rode & Schwarz in Memmingen werden sie aber so zusammengebaut, dass sie später einmal Hochleistungsmessgeräte zu absoluter Präzision führen können. 20 Millionen dieser zumeist auf einer speziellen Rolle aufgerollten Kleinstteile werden hier im Memminger Rode & Schwarz Werk jedes Jahr verarbeitet. Katharina Janischew fädelt sie gerade auf einen speziellen Wagen auf. Von diesem greift die Bestückmaschine später direkt auf das Bauteil zu, das für die jeweilige Baugruppe benötigt wird. 40.000 Flachbaugruppen werden jedes Jahr bei Rode & Schwarz in Memmingen bestückt. Nicht nur für die eigenen Produkte, auch anderen Firmen bietet Rode & Schwarz sein Know-how an. 1.200 Mitarbeiter arbeiten hier am Standort, seit Februar wieder im Dreischichtbetrieb. Sollte es passieren, dass ein Bauteil vom Markt genommen wird, das dringend für ein Rode- und Schwarzprodukt benötigt wird, kommt dieser Herr zum Einsatz. Er tüftelt so lange, bis das Produkt auch auf andere Weise exakt gleich funktioniert. Herr Steigmüller, auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, die Mitarbeiter sind das Kapital der Firma. Wie muss ich das verstehen? Vollkommen korrekt gelesen. Die Mitarbeiter sind unser Kapital aus folgenden Gründen. Wir, Rode und Schwarz, stehen für Qualität, für Flexibilität, so nimmt uns auch unser Kunde wahr. Und diese beiden Punkte, Qualität und Flexibilität, können Sie nur mit top ausgebildeten, engagierten Mitarbeitern erreichen. Sie haben das Thema Qualität angesprochen. Sie haben in diesem Jahr den Bayerischen Qualitätspreis gewonnen. Wie bekommt man den? Ja, erstmal hier. Hier ist dieser Preis, auf den wir so alle stolz sind, der Bayerische Qualitätspreis 2010. Diesen Preis bekommt man nicht, indem man sich einfach meldet. Hierzu muss man nominiert werden und wird dann von einem Expertengremium bewertet, ob man wirklich in allen Disziplinen, die so ein Produktionswerk ausmachen, ein Top-Unternehmen ist. Und in diesem Jahr haben wir unter Beweis gestellt, dass wir dieses Top-Unternehmen sind. Können Sie ein paar dieser Disziplinen nennen? Es werden verschiedene Disziplinen bewertet und in diesen Disziplinen muss man natürlich top sein, um diesen Preis zu bekommen. Ein Beispiel dafür ist die Auftragserfassung, das Order-Tracking, das Qualitätsmanagement, wie wir im Betrieb kommunizieren, wie binden wir die Mitarbeiter sozusagen in die Optimierung des Unternehmens ein. Die Auszeichnung hat speziell das Werk Memmingen hier bekommen. Rode und Schwarz ist aber eine Firmengruppe. Welchen Stellenwert hat das Werk Memmingen in der gesamten Firmengruppe, die ja international tätig ist? Ja, Rode und Schwarz ist ein weltweit agierender Konzern und wir in Memmingen sind der größte Produktionsstandort, den Rode und Schwarz weltweit hat. Das Werk Memmingen ist auch für den Endtest und die Auslieferung der meisten Rode- und Schwarzprodukte zuständig. Hier wird gerade ein Testgerät für die Mobilfunkindustrie montiert. Gleichzeitig testen die Mitarbeiter, ob alles wie geplant funktioniert. Wir stehen hier in der Fertigung von Testgeräten für die Mobilfunkherstellung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Herr Zausch, wir stehen hier in der Linie für unseren modernsten Mobilfunktester, Familie CMW, der neben den aktuell bekannten Standards auch die neuen Standards wie LTE bereits abdeckt. Für was wird so ein Mobilfunktester gebraucht? Jeder namhafte Hersteller weltweit hat Tester von Rode und Schwarz im Einsatz und er testet damit ein Handy, bevor es in Verkehr gebracht wird. Damit, wenn ein Kunde so ein Handy
in Betrieb nimmt, keine Störung einer Funkzelle eintritt. Sie arbeiten im Kommunikationsbereich, aber nicht nur im Mobilfunkbereich, sondern zum Beispiel auch im Bereich der sicheren Kommunikation. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also neben dem Bereich der Messtechnik, der signifikant für Rot und Schwarz ist, gut die Hälfte des Umsatzes ausmacht, gibt es noch den Bereich der sogenannten gesicherten Kommunikation. Und hier stellen wir Funkequipment her, das Sie zum Beispiel in einem Tower finden, unter anderem der Tower des Airports Memmingen ist damit ausgerüstet, aber nicht nur auf der Bodenseite sind wir aktiv. Wir rüsten auch die großen Airlines mit Funkgeräten aus. Damit stellen wir die Kommunikation zwischen Flugzeug und Boden sicher. Sie arbeiten aber auch im militärischen Bereich. Richtig, also wir bedienen den zivilen Bereich, wie in jeder zweiten Airbus oder in jeder zweiten Boeing-Maschine finden Sie unsere HF-Geräte, aber wir produzieren auch Funktechnik für den Eurofighter, zukünftig für den neuen Transportflieger A400M oder auch für einen Transporthubschrauber NH90 und ähnliche Produkte im militärischen Bereich. Wir sind in der Produktion von Hochfrequenzfunkgeräten. Anders als herkömmliche Funktechnik machen sie es möglich, um den gesamten Erdball zu funken. Die produzierten Stückzahlen sind dabei oft gering, deshalb wird diese Leiterplatte gerade per Hand lackiert. Der Lack soll sie gegen Feuchtigkeit und Korrosion schützen. Präzision made in Memmingen für den ganzen Erdball. Die Rote- und Schwarzprodukte gehen in alle Welt. Die Exportquote des Unternehmens liegt bei 80%. Ja, und wie versprochen sehen Sie jetzt, wie die Kandidatin unserer Aktion neu gestylt in den Sommer neu eingekleidet wird. Claudia Bein heißt die Umstyling-Kandidatin und die war gemeinsam mit einer Modeexpertin vom Galeria Kaufhof in Kempten beim Shoppen. Neu gestylt in den Sommer mit TV Allgäu und Partnern. Etwas Passendes zum Anziehen zu finden, ist nicht so leicht, wie man denkt. Das weiß auch Claudia Bein. Was fehlt? Eigentlich Kleider. Weil da findet man gar nicht so viel. Warum? Weil die für mich manchmal komische Formen haben. Also ich brauche irgendwie eine bestimmte Form, dass es schön ausschaut. Frau Bein ist, würde ich mal auf den allerersten Blick sagen, in Richtung Frühlingstyp. Das heißt, ihr werden kräftige Farben stehen, Pastelltöne weniger, vor allem kein Weiß. Und mit kräftigen Farben geht's auch direkt los. Das erste Outfit, eine bunte Tunika. Dann geht es farbenprächtig weiter zu einem pinken Blümchenkleid mit passendem Bolero. Und passend dazu nehmen wir den Bolero. Schließlich das dritte Outfit, ein elegantes türkises Kleid. Und mit den vielen Sachen geht's ab in die Umkleide. Ich finde, dass mir die Farbe steht und es ist schon mal was ganz anderes. So was habe ich noch nicht im Schrank. Vom Stil her was ganz anderes, als was Frau Bein getragen hat, als wir uns kennengelernt haben. Und hauptsächlich auch, oder im Nachhinein merkt man das ja oft, dass von der Farbe her das Türkis einfach klasse. Und klasse findet es auch Claudia, wie man sieht. Ja, und morgen steht dann ein Friseurtermin auf dem Programm. Für die Damen ja immer ein entscheidender Augenblick. Und das war es dann auch schon wieder. Das war TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Wenn Sie möchten, schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite vorbei. Unter www.tv-allgäu.de gibt es nämlich alle Beiträge zum nochmal anschauen.
Morgen geht es bei uns dann unter anderem darum, wie Sie am besten der Hitzewelle begegnen. Das und noch viel mehr also morgen. Ich verabschiede mich von Ihnen. Einen schönen Abend. Für Gott und auf Wiedersehen.